kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Dann schicke ich Ihnen den also mit der Post. Super, danke. Guten Tag Leute und willkommen zu einem weiteren Daily Video von mir. Ich mache in letzter Zeit irgendwie nur noch Videos anstatt Vlogs, Leute. Das ist halt echt richtiger Bullshit, weil erstens, es ist schon dunkel, wir haben es jetzt gerade mal 5 Uhr. Und zweitens, ich bin unkreativ und mir fallen keine Ideen ein. Deswegen mache ich in letzter Zeit wirklich nur Daily Videos. Ja Leute, aber ihr seht zum Beispiel, Leute, heute steht was ganz Witziges an und ich habe ehrlich gesagt richtig Angst anzurufen. Und zwar, ihr kennt doch bestimmt die App Marcofono. Marcofono ist so eine App, da kann man quasi so die Nummer eingeben, die man anrufen möchte. Dann sind da so Sätze, also das ist dann so eine Computerstimme. Wenn man so drauf sind, dann werden die Sätze quasi gesagt und es gibt immer einzelne Themen, zum Beispiel ist einmal irgendwie der eBay-Verkäufer oder der Pizza-Service oder so. Und ich werde heute Geschäfte anrufen, aber das ist richtiger Scheiß. Ich werde auf jeden Fall mehrere Teile von diesem Video machen, weil ich kann nur 2 Anrufe am Tag machen, weil man muss ja nochmal extra dafür Geld bezahlen, wenn man mehrere am Tag anrufen möchte. Das ist richtiger Bullshit. Deswegen kann ich leider nur 2 Geschäfte anrufen. Aber ich glaube, das ist eigentlich ganz witzig. Ich werde nur, stell dir mal vor, die Geschäfte rufen dann irgendwie die Polizei oder so. Ach du Scheiße. Ich habe es euch gerade erklärt und das ist mein Plan für heute. Übrigens habe ich gerade eben ein neues TikTok hochgeladen. Also schaut auf jeden Fall auf TikTok vorbei. Und Leute, mein gestriges Video ist wieder so spät online gekommen. Ich hatte das um 10:30 geplant. Ich habe das quasi so eingestellt, dass es um 10:30 online kommen sollte. Aber ich glaube, das Video wurde nicht vollständig hochgeladen. Und dann, ja, konnte er es halt nicht um 10:30 hochladen. Und ich war zu der Zeit halt einfach unterwegs und habe das dann nicht gemerkt. Und ich habe das erst gemerkt, als ich nach Hause gekommen bin, dachte ich mir so, oh shit, das Video wurde nicht hochgeladen. Und da, ja, dann musste ich es nochmal um 10:30 oder so hochladen. Auf jeden Fall richtiger Scheiß. Ich mache jetzt eben hier so eine Bildschirmaufnahme, dann könnt ihr nämlich mitgucken. Das hier ist jetzt die App. Also es gibt, wie gesagt, verschiedene Themen. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wenn ich anrufe. Soll ich bei McDonald's anrufen? Kann man bei McDonald's anrufen? Keine Ahnung, mein Gott. Leute, ich habe jetzt einfach mal so eine Pizzeria ausgesucht. Diese Pizzeria ist in Berlin und heißt Da Giorgio. Keine Ahnung, der aus Berlin kommt, kennt diese Pizzeria vielleicht, keine Ahnung. Wie gesagt, also ich muss ja ein Thema auswählen und ich wähle einfach dieses Thema aus, wo der Pizzalieferant einen Pizzalieferant anruft. Ich gebe jetzt hier erstmal die Nummer ein. Ich habe die Nummer jetzt hier so eingegeben von der Pizzeria und hier sind jetzt so verschiedene Sätze, Texte, zum Beispiel hier. Ja, Pizzeria, blablabla. Und das kann ich da halt anklicken. Ja, Pizzeria, bella Pistazie. Wollte nur sagen, Pizza kommt etwas später. So, und wenn ich die dann anrufe, also die können aber meine Stimme nicht hören. Also ich kann eigentlich die ganze labern so. Und ich rufe jetzt bei einer Pizzeria an und der Pizzalieferant redet mit der Pizzeria und das wird komplett umständlich sein, weil die Pizza kommt bei einer Pizzeria zu spät an. Also es ist auf jeden Fall ein bisschen kompliziert, aber ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem ersten Anruf. Ich habe richtig Angst. Ich würde sagen, let's go. Diese Nummer wurde in den vergangenen Tagen zu oft angerufen und ist deshalb für maximal 21 Tage nicht mehr über Marcofono anrufbar. Was? Alter, dann wurde die Pizzeria so oft über Marcofono angerufen, dass sie das so einfach gesperrt haben. Okay, ich habe jetzt hier so eine andere Pizzeria-Nummer eingegeben. Okay, let's go. Ja, Pizzeria Bella Pistazie. Wollte nur sagen, Pizza kommt etwas später. Bitte? Die Pizza kommt etwas später, also in 15 Minuten etwa. Ja, also haben Sie Bestellung gemacht oder wie? Sie hatten bestellt 3-mal Pizza Camorra mit Schinken, Salami, Fisch, und Mozzarella. Okay, alle Straße. Moment, welche Straße? Hallo? Sie hatten überhaupt nicht bestellt. Haben Sie nicht bestellt oder wie? Ah, das kann ich nicht sagen. Wer hatte denn dann bestellt? Ja, und in welche Straße sollen Sie? Wenn Sie nicht bestellt hatten, dann kriegen Sie auch keine Pizza, ja? Ich verstehe Sie wirklich nicht. Dann bitte in Zukunft erst überlegen, dann bestellen, ja? Mille grazie. Oh mein Gott, Leute. Die hatte überhaupt keine Ahnung. Die war so verwirrt. Ich glaube, die hat am Ende auch noch aufgelegt. Vor allem, die hat ja gefragt, so, ja, welche Straße? Aber da war halt kein Satz, worauf man so darauf antworten konnte. Du Scheiße, die war so verwirrt, ne? Die war so hart verwirrt. Außerdem, ich konnte gerade die Bildschirmaufnahme nicht einblenden. Bei meinem Anruf geht das immer aus, deswegen ging das jetzt gerade gar nicht.
das ist so ein Bullshit, dass ich nur zwei Leute anrufen kann. Ich komme nicht drauf klar, wie überfordert. Die war so, Straße bestellt? Was? Okay, Leute, das war jetzt alles ganz lustig. Und ich würde sagen, als nächstes rufen wir... Ich weiß nicht, wie wir anrufen. Ah, scheiße, Leute, heute ist Sonntag. Das heißt, es haben ja kaum Geschäfte offen, außer so Pizzerias oder so. Scheiße, dann muss ich noch eine Pizzeria anrufen. Egal, ich habe noch ein richtig geiles Thema. Und zwar, ich mache der eBay-Verkäufer. Ich kann es euch mal hier wieder kurz einblenden. Hier ist halt sowas, so wie hier. Ja, hier Rosentreter, guten Tag. Ich möchte den Computer wieder zurückgeben. Ja, es geht halt in so einen Computer. Der möchte den Computer zurückgeben. Und die Frau oder der Mann, der dran ist, der checkt halt gar nicht so von, hä, welcher Computer denn so. Und ich würde sagen, wir rufen jetzt auch wieder bei einer Pizzeria an. Aber diesmal nicht in Berlin, sondern in Köln. Ja, also ich habe die Nummer jetzt angegeben. Und zwar, ich rufe die Pizzeria Essen und Trinken an. Die, die aus Köln kommen, kennen diese Pizzeria wahrscheinlich. Ich würde sagen, der eBay-Verkauf ist auch am Start. Und let's go. Benvenuti bei Piccola Essen und Trinken in Ehrenfeld. Willkommen bei Piccola Essen und Trinken. Ja, hier Rosentreter, guten Tag. Ich möchte den Computer wieder zurückgeben. Bitte nochmal? Der Computer, den würde ich gerne wieder zurückgeben. Was für ein Computer? Den ich über eBay bei Ihnen gekauft hatte. Bei mir? Von Piccola? Aber sicher doch. Ja, einen Moment bitte. Nein. Hier, Gilio. Ja, hier Rosentreter, guten Tag. Ich möchte den Computer wieder zurückgeben. Welchen Computer? Der Computer. Den würde ich gerne wieder zurückgeben. Den ich über eBay bei Ihnen gekauft hatte. Wir haben keinen eBay-Account. Aber sicher doch. Nee, leider nicht. Keine Ahnung. Ich habe auch Ihre Telefonnummer hier. Okay, haben wir aber leider nicht. Tut mir leid. Kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Dann schicke ich Ihnen den also mit der Post. Super, danke. Tschüss. Auf Wiederhören. Oh mein Gott, ich hab noch so... Alter, ich hab gesagt so, dann schicke ich ihn über Post. Er so, danke, okay, auf Wiederhören. Ich glaube, das war jetzt so eine Mitarbeiterin und dann hat die Mitarbeiterin mich mit dem Chef verbunden oder so. Ich finde, das kann man doch an der Stimme hören, wenn das nämlich fake ist. Vor allem, wenn ich einfach so in den Satz reinrede. Wenn ihr noch einen zweiten Teil haben wollt, Leute, dann schreibt es auch in die Kommentare. Ich find's echt witzig. Aber dann mache ich das auch an einem anderen Tag, wo ich auch andere Geschäfte anrufen kann und nicht nur Pizzerias oder so. Richtig, richtig nice, Leute. Und an dieser Stelle wende ich jetzt auf dieses Video, Leute. Oh mein Gott, ich fand's echt witzig. Also mir hat es irgendwie mega Spaß gemacht. Und lasst doch gerne ein Like da, Leute. Und wenn du noch kein Abo da gelassen hast, dann lasst jetzt gerne ein Abo da und werde ein Teil von der Insta-Abo. Und Leute, ich fahre nächste Woche wieder nach Köln. Und dann werden wieder richtig geile Vlogs online kommen. Checkt auf jeden Fall auf TikTok ab, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder und ciao.